geht auch mit dem Red Zoo Energy. Oh Mann, ich sollte das vielleicht eher erstmal. Na. Also mit so einem Ding hier geht's auch. Hallihallo, Lüchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster. Jo, und ich habe jetzt nach langem, langen Suchen meinen Weg hier wieder zurückgefunden. Ich bin auch unterwegs noch auf zwei weitere von diesen Nether Diamond Ores gestoßen. Ja, dann müssen wir auch weitermachen, ich weiß. Und als ich dann hier wieder zurückgekommen bin, habe ich gesehen, dass hier irgendwas fehlt. Büchse. Soll nichts fehlen. So, schauen wir doch mal. Das waren die hier, glaube ich, oder? So. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe alle da so hingepflanzt, wie es sein sollte, aber anscheinend nicht. Naja, dafür haben wir hier das ganze Zeug noch drinnen. So, schauen wir mal. Mimicry haben wir jetzt auch genug. Lapis Lazuli sollten wir auch ein bisschen was haben. So, ja, genau. Ich sollte den natürlich auch hier ins normale Inventar reinlegen. Wie viel bekomme ich denn jetzt bei einem raus? 5. Ja, gekauft. Das sind die hier für die Cold Chunks. Können wir uns auch nochmal ein paar machen? So. Dann haben wir hier noch wieder welche. Und das Obsidian hier mal raus. So. So. 12 Diamanten. 20 Diamanten. Ja, komm, da müssen wir doch was rausbekommen, oder? Nochmal 20 Diamanten, 42 Diamanten. Dia, hier ist noch einer drinnen. Okay, damit lässt sich arbeiten. Hier mal wieder die... Ach nee, Kobalt ist das ja. Nein, nicht Kobalt. Ich habe gedacht, das wäre das Lapis Lazuli, was ich mitgenommen habe. Aber das hier ist das Lapis Lazuli. So, und... Redstone habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Ferris auch ein bisschen was. Ja, ich habe eigentlich ein bisschen was mitgenommen von allem. Ist doch nicht schlecht. Hier, Nether Redstone Ore. Oh, wie gut sind wir denn jetzt eigentlich hier bei der Spitzhacke mit Glück aufgelevelt? Mal schauen. Lapis Lazuli ist voll. Okay. Dann will ich da nichts gesagt haben. Jo. Jetzt ist schon wieder voll. Ah, wie viel Lapis man da rausbekommt. So, ich brauche aber hier jetzt nicht alles. Ich muss aber trotzdem mal kurz ein paar Sachen hier machen. Zum Beispiel auch. War das hier dran? Oder hier dran? Liegt da noch irgendwas drinnen? Nein, liegt es nicht mehr natürlich. Wäre ja auch zu schön gewesen. 51 Essenzen haben wir hier auch wieder. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, uns den Diamantsamen zu bauen. Dahin. Schwache Essenz. Dann haben wir hier nochmal schwache Essenz. Ah, Mann, ich sehe den immer kaum. So, Regular Infused Stone. 16 hiervon. 18 haben wir davon. Jo. Ja, es wird nicht viel. Das kann ich jetzt schon sagen. Jo, Extreme. Da bekommen wir einen wieder raus. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Das ist so traurig. Nein, ich glaube, brauche ich die Extreme oder die Strong? Nee, doch die Extreme. Das heißt, wir... Oh Mann. Wieso ist das Essenzzeug so teuer? Oder so teuer, besser gesagt. Jo. Da rein.
Das Obsidian können wir eigentlich auch mal wieder rausschmeißen. Brauchen wir jetzt momentan alles nicht. Die Spitzhacke doch eigentlich schon. Pickaxe. Dann, hier ist noch Labis. Der hier müsste jetzt auch wieder voll sein. Also, Lapis sollte es uns jetzt eigentlich nicht fehlen. Mal kurz pennen. Damit da auch alles wieder gut läuft und keine komischen Viecher zufällig irgendwo herkommen. So, und ich habe auch gelesen in den Kommentaren, dafür auch nochmal danke, mit der Magnum Torch, genau da oben ist sie, werden die Monster weiter abgehalten. Chandelier, oh Mann, ist die teuer. Potion of Healing, genau. Wie viel kostet die denn? Geht die nicht noch anders? Irgendwie zufällig? Ich muss sagen, die ist mir jetzt momentan ein bisschen zu teuer. Vor allem bei unserem Diamantmangel. Hier haben wir ja noch ein paar Sachen drinnen. Da können wir auch ein paar Dinge wieder reinschmeißen. Das. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du bist. Dich. Silkberry Bush. Nicht Silkberry, Skyberry. Kann ich euch hier drauf? Nein, ihr müsst ins Dunkel. Ich glaube, ich habe seit damals nie wieder nach meinen Büschen hier unten gesucht. Die auch kein bisschen gewachsen sind. Na, wahrscheinlich ist es denen hier zu hell. Oder müsst ihr auf Nethergestein gesetzt werden? Natürlich fällt mir das jetzt ein, nachdem ich das Nethergestein auch rausgeschmissen habe. Das war sehr intelligent. So, Essenzen, nein, da haben wir nichts mehr drinnen. Ich wollte aber noch schauen, hier ein bisschen was zusammenbauen, und zwar von der Hand. So, Axt und alles, wir brauchen aber Energie. So, natürlich eigentlich das Beste. Elite-Batterie. Genau, der HV-Kapazitator. War das HV-Kapazitator? Schauen wir einfach mal. Power-Suit. Da sollte es uns das Ding ja anzeigen. Genau hier. Ja, dafür haben wir den hier gebraucht. Und das war mit Lapis Lazuli Dust. Da haben wir jetzt auch wieder genug. Und Advanced Wiring Kits, davon müssten wir eigentlich auch genug haben. Und das hier war jetzt das Teure. Diamant, Dust und Redstone. So, Dias. Meine ganzen schönen Dias. Ich glaube, wir bekommen einen Staub von den Dingern raus. Mach erstmal 4. Ich glaube, einen habe ich nämlich schon. Nein. Ich habe gedacht, ich habe schon einen durchgemacht. Okay. Dann nicht. Brauchte ich jetzt davon aber trotzdem nur 4. Okay. Und dann bekomme ich einen. Ich brauche 5. Das heißt 4 mal 5. Ich brauche 20. Wisst ihr was, ich hau mir mal hier diesen Overclocker da rein. Irgendwie macht es mir Angst, dass da irgendwie so Staub und sowas rauskommt. Ja, das ist nicht so schön. So, Overclocker könnte ich theoretisch auch noch einen bauen, aber es geht jetzt schon so, oder? Ja. 4 Stück. So, dann müsste ich hier mit Redstone. Ah ja, gut, dass wir genügend Redstone haben. So.
Dann haben wir jetzt die hier. Und euch kann ich... In welchem Gerät war das? War das in dem Kompressor, genau. So, ihr werdet hier zusammengesetzt. Wieso? Wieso habt ihr keine Energie mehr? Wieso bist du voll mit Energie und gibst nichts ab? Oh Mann, ist das unten die Query? Na, dann machen wir mal kurz hier ab. Entschuldigt bitte. Das war so nicht geplant. So, jetzt müsste das Ganze aber wieder besser funktionieren. Genau, jetzt bewegt sich da auch wieder was. Mann, Heuschnupfen ist dumm. Will ich nur mal gesagt haben. Jo. Advanced Wiring Kits haben wir jetzt hier auch drinnen. Advanced Wiring Kits, wieso bin ich jetzt bei Subnautica? Mann. So, Lapis Lazuli. Nein, doch nicht. Oh Mann, ich hasse es, dieses Niesen. Das kann man nicht kontrollieren. Sawmill, genau. Kann ich euch hier auch durchpulverisieren? Nein. Aber ich bräuchte wirklich mal einen neuen Overclocker. Jo, das hier war Advanced Genetics. Den hier brauchten wir. Und dafür brauchten wir Wasserfläschchen. Wasserfläschchen haben wir. Haben wir. Mann. Dafür noch alles? Nein, da fehlen uns noch Zinnplatten. Wir haben aber Zinn. Na, ja, das bekommen wir schon noch. Zwölf? Nein, eine mehr noch, oder? Ich weiß es nicht mehr. So, eins, zwei, drei. Okay. Wir hätten sogar nur weniger gebraucht. Was fehlt uns da jetzt noch? Da fehlt uns der hier. Was fehlt uns denn dafür? Kabel. Okay. Nein, das ist der falsche. Jo. Komm her. Da. Bist du ja. So. Da fehlt uns natürlich wieder das Kupferzeug. Da fehlen uns natürlich wieder die Kupferplatten. Da fehlt uns natürlich wieder Kupfer und Hammer. Das gibt's doch nicht, oder? Haben wir kein Kupfer mehr? So, erstmal ein Hammer. Nein. Da ist noch Kupfer. So, jetzt. Bis ich da fertig bin mit dem ganzen Zeug, brauche ich keinen Overclocker mehr, weil dann schon wieder alles fertig ist. So, zerschneiden. Und ummanteln. Und. Komm. Dann fehlt uns eigentlich nur noch die Eisenplatte in der Mitte. So, dann haben wir den hier auch und dann haben wir auch wieder einen Overclocker. Na, großartig, endlich. So, zwei Overclocker, jetzt müsste das Ding aber schneller gehen. Wenn ich es so hinleg, geht's dann besser. So, Lapis Mezzagriten. Dann wieder zurück Powersuit. Ah, die Musik passt doch überhaupt nicht hier rein. So. Powersuit, dann ist das hier wieder das, was wir brauchen. Und das hier. So, vier Stück. Dann müsst ihr hier jetzt wieder durchkompressiert werden da.
die Overclocker, die arbeiten ja noch. Ist es nicht schön, unterbrochen zu werden? Okay, so, jetzt schauen wir doch mal. Hier haben wir einen bisher. Können wir denn damit jetzt schon sowas Schönes machen? Wiring, Goldkabel. Habe ich jetzt von den Wirings schon was? Nein. Leider noch nicht. Das heißt, das ist das Teure, das will ich nicht. Das hier will ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste reichen, oder? Ich denke schon. So, 32. Und 32 hiervon. Dann müssten wir jetzt, okay, fast fertig sein. 10 Lapis. Mann, das dauert doch ewig. So, einen hier in die Mitte. Und jetzt müsste es funktionieren. Der hier, ja, hier, hier, hier. Nein. Lapron-Kristall. Wieso funktionierst du nun nicht? Oder muss ich dich hier jetzt irgendwie erst aufladen? Aber wie mache ich das? Hier steht ja auch 0 von ein bisschen was. Es geht auch mit dem Red Soul Energy. Oh Mann, ich sollte das vielleicht eher erstmal. Na. Also mit so einem Ding hier geht's auch. Würde vielleicht weniger Diamanten kosten, aber jetzt sind wir schon mal hier dabei. Shaped Crafting. Nein, das ist es nicht. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass das an einer speziellen Werkbank passieren muss. Einem Assembly Table? Nee. Wäre mir jetzt neu, vor allem ist das BC Silicon. Oder das will hier einfach nicht in dem. Ah, jetzt geh doch mal raus, du blöder Kristall. In diesem Ding hier funktionieren. Glaube ich aber hier weniger. Ich glaube wirklich, dass wir hier mit diesem Kristall noch was machen müssen. Die Frage ist nur was. Wir sind zu kurz davor. Mann. Lapp. Tron. Okay, der wird also so angezeigt, dass er leuchtet, wenn er fertig ist. Okay. Schauen wir doch mal in das Drillcraft. Davon ist das Ding ja natürlich. MFE. Es gab doch hier irgendwie eine Möglichkeit, das Ding aufzuladen. Oder kann ich das einfach mit einem Energetic Infuser machen? Natürlich schöner, wenn sich das beide verbinden würde, weil die hier sind wesentlich einfacher zu machen. Schauen wir doch einfach mal. Stil. Okay. habe ich hiervon noch genug? Nein, da bräuchte ich Lead und Redstone Block.
Hab ich doch. Lead. Ich hab kein Blei mehr? Wieso hab ich kein Blei mehr? Ich muss nur Blei haben. Geht doch nicht. Vielleicht hier unten? Blei? Irgendwo? Haben wir auch wieder Essenzen und Diamanten? Eisen, Gold, aber Blei finde ich hier nicht. Das ist Mist. Hier Blei. Kupfer. Mimikry. Blei. Haben wir es doch. Ich werde sie jetzt noch schnell fertig machen. Und schauen, ob das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. So, Blei. Hier kann man wieder das Lapis rein. Und hier Eisen, Kupfer, Diamant. Und hier vorne die Essenzen. Mann, jetzt geh doch mal darüber. Jo. Schon Blei fertig? Ja. Gut. So, jetzt haben wir hier eine Leadstone Energy Cell. Brauchen wir hiervon 2 Stück. Hiervon 1 darf zu fehlen. Das ist jetzt natürlich das Gold, Mann. Machen wir es eben so. Gibt's doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon drinnen war oder ob das jetzt reingekommen ist. So, den hier rein. Kupferzahnrad. Und das ganze Ding gebaut. So, jetzt müssen wir das nur noch verbinden. So, es lädt auf. Und ich kann es nicht reinladen. Reinsetzen. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Ja, ich weiß, Magnum Torte, aber die ist viel zu teuer. Mann. Dann eben nicht. Das heißt, wir müssen hier mit Industrial Craft arbeiten. Um diesen wunderschönen Stein hier aufladen zu lassen. Okay. Ist zwar jetzt nicht so schön, aber was will man machen? Hilft nix. So, hier müsste auf jeden Fall jetzt ein bisschen was fertig sein. Nämlich für einen neuen Kristall wieder. So, dichter rein und dichter rein. So, jetzt haben wir schon 2 von diesen Dingern. Und dann würde ich sagen, weiter geht's auch in der nächsten Folge und bis dahin, ciao!